Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wir hatten letztens dem Zombie Glibberkopf das Gehirn entfernt, jetzt ist er nur noch eine leere Hülle und wir können ihn so komplett nach innen und außen krempeln. Deshalb dachte ich mir, wir machen ihm heute ein neues Gehirn und zwar aus einem durchsichtigen Luftballon, den hatte ich schon mal für einen Obisball verwendet, und Schleim, und zwar nehmen wir dafür den Gletscherschleim, der ist zum größten Teil türkis. Und innen drin sind dann noch so weiße Eiskristalle oder eben Gletscher oder Eisschollen. Und deshalb hat man, glaube ich, so einen richtig coolen Effekt. Und jetzt tun wir diesen Schleim in den Luftballon und den Luftballon dann in den Zombie-Kopf. Als erstes puste ich den Luftballon jetzt ein paar Mal auf, damit er sich schön dehnt und wir besser den Schleim einfüllen können. Ansonsten passt da nicht viel Schleim hinein. Deshalb erstmal den Luftballon etwas dehnen und dann erst den Schleim einfüllen. Den Luftballon habe ich jetzt über so ein leeres Barrel-O-Slime-Fass gezogen und ich habe das Fass aufgeschnitten. Jetzt füllen wir einfach den Slime hier hinein. Und pusten jetzt einfach den Luftballon auf, indem wir einfach das Mundstück benutzen und dann sollte der Schleim einfach in den Luftballon gepresst werden. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich finde, wir könnten ruhig noch eine Packung von dem Gletscherschleim benutzen, denn der Luftballon kann, glaube ich, noch um einiges größer werden. Und das mache ich jetzt mit derselben Technik. Jetzt schaut das Ganze so aus. Wir können wirklich in dem aufgeblasenen Luftballon hier mit unserem Schleim spielen. Die Luft lasse ich jetzt raus und werde dann den Luftballon verknoten, um ihn dann in den Zombie-Kopf hineinzutun. Das ist jetzt das neue Zombie-Gehirn und es sieht eher aus wie ein gefrorenes Gehirn. Wir versuchen mal, diesen Luftballon jetzt hineinzubekommen. Den Knoten, den werde ich nach unten setzen, damit man den nach oben hin nicht sieht. Und jetzt hat unser Zombie auch ein neues Gehirn. Und ich finde, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wirklich sehr, sehr cool. Also, falls ihr mal so einen kaputten Zombieball habt, dann macht ihm doch einfach ein neues Gehirn aus Schleim. Und damit könnt ihr dann genauso rumspielen wie mit dem Zombieball vorher auch. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!